Ich möchte jetzt einmal zeigen, wie man Formen zusammenführt. Ich habe dafür mal ein Beispiel mitgebracht, was man in einem Mathematikbuch finden kann. Ich nehme mal ein Quadrat mit den Maßen 5 mal 5 cm. Und jetzt zeichne ich da mal einen Viertelkreis rein. Da muss ich jetzt 10 mal 10 cm nehmen, damit er genau hier reinpasst. Den dupliziere ich einmal und drehe den einmal um 180 Grad. Und jetzt möchte ich gerne, dass dieser Kreis oder diese beiden Kreisausschnitte hier in der Mitte eine Figur ergeben, die dann eingefärbt wird. Das kann ich in Word leider nicht, aber dafür gibt es einen Trick. Und zwar kann man hier in Word Formen zusammenführen. Ich habe hier einmal ein Beispiel, so sieht das nachher aus. Ich nehme einen Kreis, den dupliziere ich und dann kann ich diesen Teil da in der Mitte zusammenführen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstmal muss ich beide markieren. Und jetzt habe ich hier eine kleine Fläche vom Zusammenführen. Und dann kann ich vereinigen, kombinieren, Einzelmengen zerlegen, Schnittmenge bilden und subtrahieren. Ich möchte jetzt hier diese Schnittmenge bilden. Das ist das, was ich auch bei meiner Form jetzt machen werde. Ich nehme also diese beiden Figuren und kopiere sie. Füge sie jetzt in Word ein und jetzt werde ich diese beiden Formen zusammenführen und habe eine einzige Form jetzt. Die kann ich jetzt zum Beispiel hier grau einfärben, als Fülleffekt. Das mal. Und das jetzt wieder in Word reinkopieren. Die beiden Formen lösche ich mal und jetzt füge ich das hier ein und jetzt kann ich das hier hinsetzen und habe meine Aufgabe gezeichnet, wo man sozusagen zwei Viertelkreise dann zusammenführt und beziehungsweise hier diese Fläche berechnen soll von der Ausgangsfläche eines Quadrates. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.